BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Im Rahmen seiner touristischen Sommertour besucht Tourismusstaatssekretär Dr. Patrick Rapp diese Woche auch unterschiedliche Orte auf der Schwäbischen Alb. In Bad Urach stattete der CDU-Politiker der dortigen Entdeckerwelt einen Besuch ab und informierte sich über die Projekte und Herausforderungen der Tourismusbranche in der Region. Der baden-württembergische Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Dr. Patrick Rapp, ist auf Sommertour. Diese Woche führte ihn seine Reise auf die Schwäbische Alb nach Bad Urach. Im Gespräch betonte der Politiker, er sei positiv überrascht von allem, was hier gemacht wird und wie es gemacht wird. Insofern wird gern hier bleiben. Vor seinem Besuch der Entdeckerwelt Bad Urach überreichte der Staatssekretär Bürgermeister Mike Münsing dem Vorsitzenden des Schwäbische Alb Tourismusverband, kurz SAT, einen Scheck in Höhe von 29.250 Euro. Mit den Fördermitteln soll die Digitalisierung der Albcard vorangetrieben werden. Diese Albcard wird von den Albcard-Partnerbetrieben, den Hotellerie- und Gastronomiebetrieben, kostenlos ihren Gästen geliefert. Und während des Aufenthalts haben die Gäste die Möglichkeit, dann den ÖPNV auf der gesamten Schwäbischen Alb von der Donau bis zum Neckar kostenlos anzunehmen. Des Weiteren rund 150 touristische Erlebnisse. Ziel der Card sei es, die Schwäbische Alb erlebbar zu machen, so Münsing abschließend. Ein unterstützenswertes Projekt mit Vorbildcharakter findet Politiker Patrick Rapp. Die Kreativität, die hier dahinter gesteckt hat, das wird mit Sicherheit auch ein Stück weit beispielgebend sein können für andere Regionen. Die Albcard ist eine gute Möglichkeit, um über verschiedene Ebenen die touristischen Angebote zu vernetzen. Und das wird aufgrund des Motivationsmixes der Reisenden immer wichtiger. Betonte der Tourismusstaatssekretär, bevor er seine Reise auf der Schwäbischen Alb Richtung Metzingen zu seinem ersten Besuch in der Outlet City fortsetzte. Zu Wochenbeginn stattete die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker der Stadt Reutlingen einen Besuch ab, um sich über den Hochwasserschutz an der Echatz in Betzingen zu informieren. Dort wurden derzeit die Ufer des Flusses renaturiert und eine Schutzmauer errichtet. Was die Stadt beim Starkrisikomanagement und Hochwasserschutz alles tue, imponiere ihr, äußerte sich Walker gegenüber dem SWR. In den letzten Jahren hat Reutlingen 34 Millionen Euro für den Hochwasserschutz investiert, davon 10 Millionen in Betzingen. Die Impfaktion am 28. Juli vor dem Metzinger Rathaus sei ein voller Erfolg gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Rund 160 Personen konnten hier ohne Voranmeldung ihre Impfung erhalten. Deshalb wird die Aktion wiederholt. Am morgigen Mittwoch, den 4. August, können sich Interessierte wieder spontan zwischen 9 und 14 Uhr auf dem Rathausplatz impfen lassen. Geimpft wird mit BioNTech oder Johnson & Johnson. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis, der Impfpass und die Versichertenkarte. Das baden-württembergische Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz will mit dem Projekt Gutes Schulessen mit kommunalem Konzept, nachhaltig und biozertifiziert, die Schulen im Land beim Erstellen von Verpflegungskonzepten unterstützen. Ernährungsminister Haug erklärte in einer aktuellen Mitteilung, im Fokus des Projekts stehe vor allem die Verbesserung der Qualität der Schulverpflegung. Schulen können sich noch bis zum 15. Oktober für eine Teilnahme am Projekt bewerben. Die entsprechenden Unterlagen finden Sie unter der eingeblendeten Adresse. Soweit die BW1 Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.